betroffene Personen oder Menschen mit Körperdysmorphenstörungen, bei denen kreist es zu einem besonderen Ausmaß und der größte Unterschied besteht eigentlich im Leidensdruck. Und mir fällt da auch immer direkt ein Beispiel ein, eine betroffene Person, die zu mir meinte, für sie wäre es gleich schlimm, die Haare zu verlieren, wie ihre Kinder zu verlieren. Und in dem sehen wir ja, wie stark der Leidensdruck ist der betroffenen Person, auch wenn wir von außen vielleicht objektiv sagen, es wird nicht gleich schlimm sein, die Haare zu verlieren, wie die Kinder zu verlieren. Die Emotion ist ja da, oder? Und das macht den Unterschied sehr deutlich und sehr spürbar, finde ich. O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Allgemeinmedizin. Mein Name ist Joachim Retzbach und ich bin Redakteur bei Medical Tribune. Unser Thema heute ist die körperdysmorphe Störung. Darüber spreche ich mit Dr. Marie Drüge. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin und forscht an der Universität Zürich unter anderem über die Versorgungssituation für Menschen mit körperdysmorpher Störung. Frau Dr. Drüge, schön, dass Sie bei uns zu Gast sind. Vielen Dank für die Einladung. Ein Körperteil, den man nicht so gerne mag, haben wahrscheinlich viele von uns. Aber bei einer körperdysmorphen Störung ist diese Empfindung ins Extrem gesteigert. Bei den Betroffenen kreisen die Gedanken ständig um einen vermeintlichen körperlichen Makel und sie beschäftigen sich im Alltag viel damit, stehen lange vor dem Spiegel, versuchen auch, ihren Körperteil zu verstecken. Frau Drüge, wann spricht man denn von einer körperdysmorphen Störung, also einer psychischen Erkrankung? Und wie grenzt man das ab von einer, ich sag mal, normalen oder vielleicht gerade noch normalen Beschäftigung mit dem eigenen Aussehen? Sie haben es eigentlich gerade schon sehr treffend beschrieben. Betroffene Personen oder Menschen mit körperdysmorphen Störungen, bei denen kreist es zu einem besonderen Ausmaß. Und der größte Unterschied besteht eigentlich im Leidensdruck. Also Betroffene haben meistens den Eindruck, dass sie ein entstelltes Körperteil oder einen bestimmten Aspekt des Körpers haben und dass das objektiv der Wahrheit entspricht. Und aufgrund dessen ziehen sie sich zurück. Zum Teil verlassen sie sogar gar nicht mehr ihre Wohnung oder machen die Storen runter, die Rollläden runter, um tatsächlich nicht oder weniger mit der Außenwelt in Kontakt zu kommen. Manche Personen nutzen exzessiv Make-up oder haben bestimmte Rituale, unter deren Bedingungen sie vielleicht ja nur noch die Wohnung verlassen oder setzen sich nur bestimmten Lichtverhältnissen aus, weil sie den Eindruck haben, nur in bestimmten Lichtverhältnissen sind sie von außen in Anführungsstrichen ertragbar anzusehen. Nun ist es so, dass dieser Makel, von dem die Betroffenen ja denken, der sei objektiv, von außen nicht objektiv ersichtlich ist. Und dass diese Verhaltensweisen eben einen zwanghaften fast sogar Charakter haben, also sehr repetitiv sind und viel Zeit in Anspruch nehmen. Häufig viele Stunden am Tag und aufgrund dessen, auch aufgrund dieses Vermeidungs- und auch Sicherheitsverhaltens, können Betroffene nicht mehr am normalen Leben teilnehmen oder nicht mehr in dem Ausmaß, wie sie es gerne würden, können ihren Lebensziele nicht mehr verfolgen. Zum Teil können sie nicht mehr in die Schule gehen, können sie nicht mehr zur Arbeit gehen. Es gibt auch Berentungen aufgrund von körperdysmorpher Störung. Und ja, darin sehen wir eigentlich den Unterschied auch. Denn einen schlechten Tag oder einen Tag, wo vielleicht eine Person denkt, oh, heute sehe ich ja nicht so gut aus wie gestern, das haben wir tatsächlich ja alle. Da gibt es auch viele Studien zu, wie viele Personen sozusagen sich nicht zufrieden fühlen mit ihrem Körper. Schon vor 20 Jahren waren es 41% der Frauen und 27% der Männer. Und das hat sich eigentlich seitdem nur noch gesteigert. Was noch ein starker Unterschied ist, ist das Ausmaß an Emotionen, was damit in Zusammenhang steht. Und mir fällt da auch immer direkt ein Beispiel ein, nämlich eine betroffene Person, die zu mir meinte, für sie wäre es gleich schlimm, die Haare zu verlieren, wie ihre Kinder zu verlieren. Und in dem sehen wir ja, wie stark der Leidensdruck ist der betroffenen Person und auch, dass diese Emotion, auch wenn wir von außen vielleicht objektiv sagen, es wird nicht gleich schlimm sein, die Haare zu verlieren, wie die Kinder zu verlieren. Die Emotion ist ja da, oder? Und das macht den Unterschied sehr deutlich und sehr spürbar, finde ich. Gibt es bestimmte Körperteile, auf die sich diese Störung häufiger bezieht als auf andere? Also zum Beispiel sowas wie eine krumme Nase oder komisch geformte Ohren oder sowas in der Art? Mhm.
Ja, es gibt Körperteile, die sozusagen bei beiden, wenn wir jetzt vom dichotomen Geschlecht ausgehen, Mann, Frau, bei beiden Geschlechtern auftreten, wie zum Beispiel die Haut und auch die Nase. Die sind in beiden gleich häufig betroffen. Und dann ist es allerdings auch so, dass es geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Frauen haben tendenziell eher die Brust oder auch den Bauch oder auch die Haut. Und bei Männern wäre es mehr die Körpergröße, die Muskelmasse oder auch der Kiefer und auch die Genitalien. Also die sind tendenziell eher bei Personen, die ja biologisch dem Mann zuzuordnen wären. Jetzt sagten Sie ja schon, die Betroffenen ziehen sich häufig zurück oder schotten sich sogar möglichst ab von der Außenwelt. Wann kommen denn Menschen mit dieser psychischen Erkrankung mit dem Versorgungssystem in Kontakt? Also unser Podcast ist ja hauptsächlich für Hausärztinnen und Hausärzte. Sehen die solche PatientInnen oder können die solche Anzeichen für diese Störung vielleicht erkennen in ihrer Sprechstunde? Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mich eingeladen haben, denn ich denke, dass Hausärzte, Hausärztinnen da eine ganz wichtige Rolle zukommt, da sie ja häufig auch eine langjährige Vertrauensbasis mit Betroffenen oder mit Personen haben und drum vielleicht auch Unterschiede oder so einen Kontrast merken können, wann Personen vielleicht betroffener werden oder wann Personen stärkeren Leidensdruck haben. Es ist häufig so, dass Menschen mit Körperdysmorphie-Störungen schon einen langen Leidensweg haben und drum erst gar nicht so richtig erkannt werden, da sich die Thematik auch viel um Scham oder mit Scham assoziiert ist und drum Personen Sorge haben, zum Beispiel als oberflächlich erkannt zu werden, wenn sie darüber sprechen oder auch grundsätzlich sich als sehr entstellt wahrnehmen können. In dem Zusammenhang entstehen dann viel auch Sekundärproblematiken, wie zum Beispiel eine Depression oder Depressivität oder auch andere komorbide Störungen. Und spezifisch mit denen können Hausärzte, Hausärztinnen natürlich konfrontiert werden oder vielleicht auch von betroffenen Angehörigen, die sich Sorgen machen um die bestimmte Person. Und andererseits können sie vielleicht auch direkt gefragt werden, gerade im Zusammenhang mit Schwierigkeiten mit der eigenen Haut, ob es das denn eigentlich normal sei, ob denn vielleicht die Nase eigentlich normal aussehen würde. Solche Dinge könnten auch auf Hausärzte, Hausärztinnen zukommen. Ansonsten kommen Personen mit dem Versorgungssystem, wenn wir jetzt da größer drüber nachdenken, eher in Kontakt mit dermatologischen Praxen oder auch mit plastischer Chirurgie. Denn in diesen Kontexten sind zum Teil 10-20% Valenzen zu finden. Ja, auf die Schönheitsoperation wollte ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Das ist ja relativ naheliegend, dass man denkt, vielleicht nutzen diese Patientinnen und Patienten das besonders häufig. Was gibt's da für Erkenntnisse? Also korrespondiert das auch irgendwie damit, was wird häufig operiert, ästhetisch, chirurgisch und welche Körperteile sind häufig betroffen? Oder eben, wie Sie gerade sagten, was weiß man über den Prozentsatz? Und vielleicht auch gerne eine Einschätzung, ob das in der plastisch-ästhetischen Chirurgie auch ein Thema ist sozusagen, ob da die Kolleginnen und Kollegen sensibilisiert für sind, Ihrer Meinung nach. Ich fange vielleicht direkt mit einem Fallbeispiel an. Eine Dame kam zu mir und sie hat sich schon 28 Mal die Nase operieren lassen in kleineren oder größeren OPs. Das ist jetzt ein Ausnahmefall. Aber schlussendlich hat es dazu geführt, dass der Knorpel in der Nase nicht mehr richtig funktioniert hat und die Person sich mit Wachs die Nase von innen ja auch auspolstern musste ein Stück weit. Das heißt, ja, Schönheitsoperationen sind definitiv ein Thema. Man spricht so von 70% der Betroffenen, die auch schon eine Schönheits-OP oder mehrere Schönheits-OPs durchlebt haben in unterschiedlichem Ausmaß. Und es ist meistens so, dass die Betroffenen, wenn sie denn an einer KDS leiden, dass sie danach mit dem Resultat weniger zufrieden sind oder wenn sie mit dem Resultat zufrieden sind, sich dann die Körperschemastörung, also das Gefühl, dass der Körper nicht genug gut aussieht, auf einen anderen Körperteil bezieht. Also, dass die Störung danach, die KDS danach nicht weg ist, sondern einfach den Ort wechselt sozusagen. Oder eben, dass Personen sagen, oh, die OP war nicht gut genug, ich möchte es eigentlich anders. Und dann eben entweder die gleiche Person nochmal aufsuchen, um einen weiteren chirurgischen Eingriff zu machen, oder aber den Arzt, die Ärztin wechseln und anderswo es versuchen.
Und erfahrungsgemäß oder auch, das zeigt auch die Studien, sind das an und für sich auch nicht Patientinnen, die ja jetzt angenehme Patientinnen im plastisch-chirurgischen Bereich sind, oder? Weil sie eben weniger zufrieden sind mit den Ergebnissen. Das heißt, es drohen, wenn man das zu häufig in Anspruch nimmt, weil man ja auch gar nicht damit zufrieden ist, sozusagen auch medizinische Risiken durch diese psychische Erkrankung. Absolut, ja. Also ich meine, jeder chirurgische Eingriff birgt ja schon Risiken. Und wenn es umso häufiger wird, ja, ist es schon die Frage, ob das mit der Unversehrtheit des Körpers so in Einklang zu bringen ist. Gleich wie haben betroffene Personen häufig die Möglichkeit, dann einfach weiter ins Ausland zu gehen, zum Beispiel, um die Eingriffe dort zu machen. Also, dass sie vielleicht vor Ort gar niemanden mehr finden würden, der den Eingriff noch machen würde, aber dann weiter ins Ausland gehen. Und tatsächlich sind auch sowas wie Selbst-OPs ein Thema oder sich selber zu versuchen, zum Beispiel die Zähne abzuschleifen mit Schmirgelpapier, wenn es denn um die Zähne gehen sollte zum Beispiel. Oder auch kleinere Knubbel oder so etwas selber mit der Schere abzuschneiden. Und das ist natürlich auch mit Risiken verbunden. Ja, absolut. Wir müssen auch über Social Media und den Einfluss auf die Körperdysmorphie-Störung reden. Man muss natürlich aufpassen, dass man Social Media jetzt nicht für alles verantwortlich macht, was im Bereich psychischer Gesundheit passiert. Das ist ja eine Gefahr. Und die Körperdysmorphie-Störung gibt es ja auch schon länger als das Internet und als audiovisuelle Medien überhaupt. Aber was ist Ihr Eindruck, welche Rolle spielt das, dass zum Beispiel Influencer auf den sozialen Medien ja meistens doch einer ganz bestimmten Schönheitsnorm entsprechen oder dass man Bilder fast nur noch gefiltert ins Netz stellt und jetzt ja auch ganz aktuell sozusagen mit den KI-Filtern, wo man ja auf einen Klick wirklich sämtliche körperliche Makel retuschieren kann. Sehen Sie da einen Einfluss auf die Körperdysmorphie-Störung? Sie haben völlig recht, die Körperdysmorphie-Störung gibt es nicht erst seit den 90er Jahren. Wahrscheinlich hatte die Kaiserin Sissi sogar schon die Körperdysmorphie-Störung. Und wir wissen aber nicht, wie sich die Kaiserin Sissi zum Beispiel mit Social Media verhalten hätte, oder? Was wir wissen von Social Media, wissen wir einerseits so aus der Praxis, aus der Theorie und aus der Forschung. Ich würde einfach mal mit der Praxis anfangen. Tatsächlich berichten mir viele KlientInnen davon, dass sie viel Zeit auf Social Media verbringen und dass das durchaus mit sehr unangenehmen Gefühlen in Verbindung steht. Es gibt viele KI-Filter, die einem unterschiedliche Versionen des eigenen Erscheinungsbilds zeigen und auch verschiedene, in Anführungsstrichen, wahrgenommene Makel retuschieren können. Und das ist für betroffene Personen mit KDS oder mit einer Tendenz zur KDS sehr schwierig zu bewerten, würde ich sagen. Denn wir sehen den Trend schon in schönheitschirurgischen Praxen oder plastisch-chirurgischen Praxen, dass Personen beispielsweise mit einem KI-Filter von sich kommen und sagen, ich möchte jetzt so aussehen wie auf dem KI-Filter. Und zum Beispiel das, dass sie so aussehen möchten wie auf dem KI-Filter und nicht mehr nur so aussehen möchten wie auf einem Plakat beispielsweise, das gab es vor 10 Jahren noch nicht. Wir sehen also allein von den Personen, wie sie uns in der Praxis präsentieren, einen Zusammenhang mit KI oder mit Social Media. Und insgesamt hat sich ja die Nutzung von Social Media innerhalb der letzten 10 Jahre oder auch des Internets ist ja exponentiell in die Höhe geschossen. Und ich würde sagen, wir können heute noch nicht das genaue Ausmaß sagen oder den genauen Einfluss sagen. Wir wissen aber, wie es zusammenhängt, die Nutzung von Social Media und zum Beispiel dem Wohlbefinden, nämlich negativ linear. Das heißt, es gibt viele Meta-Analysen, die dann Zusammenhang zwischen Social Media und dem psychischen Wohlbefinden als kritisch beurteilen. Wenn Sie sagen, wir möchten dem nicht alles zuschreiben, das stimmt. Es gäbe sicherlich auch Körperdysmorphie-Störung ohne Social Media. Gleichwohl spielt es hier schon eine Rolle in der Entwicklung. Das waren jetzt nur einzelne Befunde sozusagen aus der Forschung. Es gibt auch einen Zusammenhang, dass Personen, die viele Bilder von sich ins Internet stellen, dass die auch mehr ihren Selbstwert am Äußeren ausmachen. Also, dass es ihnen wichtiger ist, wie sie aussehen und was das bedeutet für ihre Selbstentwicklung. Das sind also Punkte aus der Forschung. Und ich könnte jetzt auch noch ein paar Punkte aus der Theorie sozusagen nennen. Ja, gerne. Okay.
okay. Also es gibt zum Beispiel die Selbstdiskrepanztheorie von Higgins. Die unterscheidet so das tatsächliche Selbst, das ideale Selbst und das Soll-Selbst. Und jetzt, wenn wir uns das beziehen auf Social Media, wäre das tatsächliche Selbst eben das Selbst, was uns im Spiegel vielleicht anguckt, auch ohne KI-Filter. Und das Soll-Selbst oder das Ideal-Selbst wäre das Bild, was uns bei Social Media vielleicht präsentiert wird. Und wenn jetzt viele Menschen nur so Ideal-Selbstdarstellungen ins Internet stellen, hat das auch noch einen anderen Einfluss auf uns, nämlich in dem sogenannten Kultivationseffekt gehen wir dann davon aus, dass die Welt wahrscheinlich eher so aussieht, wie es uns auf Social Media präsentiert wird. Und das stimmt ja nicht, wenn wir durch die Straßen gehen. Und so gibt es noch diverse andere Theorien, die auch beschreiben können, wie zum Beispiel Social Media Einfluss auf uns nehmen könnte. Noch eine weitere Theorie wäre die Theorie des sozialen Vergleichs von Festinger, dass wir uns vergleichen. Wir können uns horizontal vergleichen, wir können uns aber auch nach oben oder unten vergleichen. Und Personen, die den Selbstwert tendenziell eher ein bisschen stärker ans äußere Erscheinungsbild hängen, die würden sich eben eher nach oben vergleichen und dann wahrscheinlich auch in dem Zusammenhang sehr unangenehme Emotionen spüren. Wenn Sie sich etwas wünschen würden für die bessere Versorgung von den Betroffenen der Körperdysmorphenstörung, was wäre das? Also würden Sie fordern, dass Filter auf Social Media mehr reguliert werden müssen, was natürlich fraglich ist, ob das überhaupt umsetzbar wäre? Oder wünschen Sie sich mehr Screening-Verfahren, um die Betroffenen schneller zu identifizieren? Oder was sind da Ihre Ideen? Oh, ich würde mir erstmal Ihre beiden Vorschläge schon wünschen. In einem der nordischen Länder wird ja beispielsweise auch schon angegeben, ob ein Foto mit Filtern bearbeitet wurde oder nicht. Das haben wir hier im Moment noch nicht in dem Ausmaß. Aber das würde zum Beispiel vielleicht helfen, um ein bisschen realistischeres Bild vom Jetzt-Eindruck zu bekommen. Ich glaube, was sehr helfen würde, wäre Kampagnen in den Schulen. Denn meistens ist das Erstauftreten schon so mit 15 Jahren bei Mädchen noch ein bisschen jünger und bei den Jungs einen kleinen Tacken später, aber im Mittel so bei 15 Jahren. Und drum glaube ich, dass hier Präventionskampagnen sehr, sehr hilfreich wären und auch Präventionskampagnen, die Personen den Selbstwert auch unabhängig vom Aussehen präsentieren würden. Auch mit bestimmten Role Models, die andere Werte vertreten sozusagen. Genau, Screening kommt eine hohe Bedeutung zu. Und es könnten zum Beispiel folgende Screening-Fragen sein. Machen Sie sich Sorgen um Ihr Aussehen? Falls ja, um welchen Körperbereich machen Sie sich Sorgen? Und dann auch, ob Sie diese Sorgen zu irgendeiner Zeit beunruhigt haben oder dass sich Personen vielleicht gewünscht hätten, sich weniger mit dem Aussehen zu beschäftigen. Oder auch, ob diese Sorgen ums Aussehen den Alltag beeinträchtigen, also das Leben, den Beruf oder den Kontakt mit anderen Menschen. Sowas könnten Fragen sein. Und ich glaube, das ist wichtig, denn Betroffene, die haben häufig eine ausgeprägte Scham und deswegen würden sie meistens nicht von selber darüber sprechen. Und vielleicht aber, wenn sie darauf angesprochen werden. Und andererseits vielleicht auch Screening-Bögen, wie zum Beispiel den Fragebogen Körperdysmorphia-Symptome, die auch gegeben werden können, um zu gucken, ob dann an professionelle Behandlung im Sinne von einem Psychotherapeuten, Psychotherapeutin oder auch ärztlichen Psychotherapeutinnen natürlich weitergeleitet werden kann. Denn an und für sich ist die beste Form oder das First-Line-Treatment wäre die kognitive Verhaltenstherapie und auch möglicherweise noch selektive oder SSRI. Und was mir tatsächlich auch noch ein Anliegen ist, ist darüber aufzuklären. Deswegen habe ich mich auch so über die Einladung zu diesem Podcast gefreut, oder? Denn es spiegelt sich im Moment ein bisschen interessantes Bild wider, dass meistens die Betroffenen schon irgendwie eine Idee haben von der Körperdysmorphenstörung durch Personen wie Robbie Williams, der es auch öffentlich verkundet hat, auch über Social Media, wo Betroffene darüber sprechen. Aber manchmal zum Beispiel PsychiaterInnen dann sagen, was stellen sie sich denn so an? Körperdysmorphenstörung ist überhaupt kein Thema. Die sich mit der Diagnose noch nicht so auseinandergesetzt haben. Und drum glaube ich auch, dass die Förderung von Mental Health Literacy sowohl bei professionellen Personen als auch in der allgemeinen Bevölkerung sehr, sehr hilfreich wäre. Wenn Sie jetzt unseren Hörerinnen und Hörern eine Take-Home-Message zu dem Thema zur Körperdysmorphenstörung mit auf den Weg geben würden, was wäre das?
die nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und zu versuchen, das Leid der Betroffenen zu sehen. Es beschildern mir viele Betroffene wirklich von stark ausgeprägten Leiden, von Berentung, von nicht mehr in der Lage sein, irgendeinem Beruf nachzugehen, von nicht mehr in der Lage sein, in die Schule zu gehen, von einem sehr starken Rückzugsverhalten. Und ich habe den Eindruck, dass manchmal so die Körperdysmorphie-Störung auch im professionellen Rahmen zu sehr auf die leichte Schulter genommen wird, im Sinne von, es ist eine Zwangsspektrumstörung. Es ist relativ komplex. Es hat relativ hohe Krankheitskosten, zum Beispiel auch Suizidalität ist relativ hoch. Viele Personen kommen irgendwann zu dem Gedanken, sich das Leben nehmen zu wollen. Und drum würde ich am ehesten das Ihren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollen. Es ist, wenn es richtig erkannt wird, gut behandelbar. Und wenn es nicht erkannt wird, dann droht die Chronifizierung und drohen eben schwere Krankheitsfolgen. Und drum vielleicht auch einen Tacken eher Personen screenen und fragen, ob sie sich zu viele Sorgen oder ob sie sich viele Sorgen ums Aussehen machen und ob sie sich schon mal Sorgen darum gemacht haben, wie stark das Aussehen ihren Alltag beeinträchtigt, könnten gute Maßnahmen sein. Ja, vielen Dank. Damit sind wir auch schon am Ende der Zeit angelangt. Vielen Dank für das Gespräch und ja, danke, dass Sie heute Gast in unserem Podcast waren, Frau Dr. Drüge. Sehr gern, danke Ihnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, Ihnen hat die Folge gefallen und Sie konnten einiges Spannendes mitnehmen für sich und Ihren Praxisalltag. Mehr über das Thema finden Sie in den Shownotes zur Folge und auf www.medical-tribune.de. Wenn Sie mehr O-Ton Allgemeinmedizin hören möchten, abonnieren Sie uns auf Spotify oder auf einer der anderen gängigen Podcast-Plattformen. Das war O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.